Alter, Jusen. Guckst du dir da hinten mal das karge Land kurz an, oder was? Ich versuche mal irgendwo vielleicht einen kleinen Fischvorrat oder sowas zu finden. Damit wir Essen haben, weißt du? Aber ich weiß auch gar nicht, ob die Fischreuse im Salz- und Süßwasser funktioniert. Na, allgemein erstmal mit einem Speer Fisch versuchen zu fangen, sag ich mal. Na, das geht auch, ja. Aber man kann ja hier auch überall Fischreusen bauen und wenn man am nächsten Tag guckt, sollte ja eigentlich was drin sein. Ja, aber bis jetzt konnte ich die noch nicht so tief im Wasser bauen, was ich ziemlich komisch fand. Aber vielleicht muss man wirklich so... Nö, eigentlich sollten die bloß so halb im Wasser stehen. So war es zumindest im ersten Teil, soweit ich, wie ich mich erinnern kann. Ja, bis jetzt ist noch nichts drin gewandert. Das ist wirklich irritiert. Cool, der Dude, der wirft die ja auch einfach nur auf den Boden, anstatt die in die Äste, anstatt die wegzupacken, ne? Nee, das soll er machen. Ich hab eingestellt, dass er genau da, wo er stehen soll, die Dinger lösen sollen. Hast du ein paar Stöcker bei, dass du hier die Dings machen kannst? Digi, wir haben ein Stocklager neben dem Haus. Bedien dich doch einfach. Da, ja, ich hab das nicht gesehen, da in der Ecke. Alles da. Steinlager, Stocklager, Holzlager, Knochenlager. Alles da. Müsste auch alles gut gefüllt sein eigentlich. Oh, ich war eigentlich ganz fleißig, ja. Ich hab hier tote Haie gefunden, okay. Vielleicht kann ich die abbauen. Mal wenigstens Fleisch. Das ist ein rollendes Fass. Hä? Eine Vase. Hä, wo ist denn? Hallo? Was ist das hier? Was tust du, David? Hey, guck mal hier, siehst du das Fass, was hier ist? Siehst du das nicht? Jetzt. Welches Fass? Hier ist kein Fass. Ne, bei mir nicht gesehen. Bei mir ist ein Fass runtergerollt und als ich das zerhackt habe, kam da so ein Blutklumpen raus. Okay. Aber den konnte ich nicht aufsammeln. Okay, Alex, man hört wieder bei dir irgendwas? Manchmal. Manchmal ist das so, ja. Hört sich irgendwie fast russisch an. Ja, ich spiele gerade den Aufstieg Moskaus im Mittelalter. Ah, okay. Eben habe ich die Normannen gespielt. Hier Frankreich und England quasi. Jetzt ist in der Kampagne Moskau dran. Ich bin irgendwo im Nirgendwo gestorben, um Essen zu holen. Was soll mir jetzt sagen? Du bist näher dran, Peiler. Seht ihr mich, wo ich gestorben bin? Ja. Ja, wir sehen mich. Ich laufe. Also hier ist ein Viech bei mir. Mhm. Ich bin zwar One-Hit, aber ich laufe. Vielen Dank. Ist hinter dir?
drauf zu usen. Oh, hier muss ich zu Hause, okay. Ist da weg, unten, ja. Weg von usen. Kriegst du das hin, David? Nee, ich hab nur geguckt, was am besten, ob wir das jetzt hier einfach gerade geradeaus machen müssen. Ja, die Steinkante hier. Nice, voll in Feuer gesprungen und sie liegt gleich im Feuer. Nice. Gibt Knochen. Sehr schön. Kommt schon die nächste. Fangen wir hier schon an, zu Holz zu hacken. Okay. Vor mir steht schon wieder eine Hackflosse. Ich glaube, wir haben uns nicht die beste Stelle dafür ausgesucht. Oh, Mist. Aber wäre es nicht sinnvoller, wenn wir sie einfach regeln? Ich bin schon wieder gestorben. Ich bin schon immer aus dem Strom. Ich hab doch gerade gesagt, dass wir weg sind. Ja, aber ne, die kam von unten nach oben gesprungen. Also durch. So über die Mauer. Raum fällt. Voll auf ihn drauf. Erst. Hey, um. Okay, der ist schon mal down. Wäre für den Typen vielleicht nicht besser, unseren Typen, wenn der mal unser Holz, was wir hier hacken, einsammelt, also die großen Hölzer? Ja, das kannst du ja ihm sagen. Und dafür muss ich aber erst ein paar finden. Das macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. Oh, ich hab's ihm gesagt. Oh, da ist einer. Ich glaube, die mögen das nicht, wenn wir hier Bäume fällen und so. Bitte nicht so Einwand, Rudi Frudi. Kein Frutti Frutti? Kein Frutti Frutti. Frutti Frutti. Eine Grundbasis zu haben, ist ja schon mal ganz gut in dem Spiel. Also zumindest so weit wie Yusen und ich noch aus dem ersten Teil wissen. Das ist schon mal die halbe Miete, um danach mal erkunden zu gehen. Echt jetzt? Ich werde angegriffen. Okay. Oder auch nicht. Warten, David, versuchst du jetzt mit den schrägen Mauern? Ah, okay, ich muss es so machen. Ja, ich glaube, damit kommen wir weiter, weißt du? Na, ganz. Auf jeden Fall haben wir hier hinter unserem Haus in dem Wald sind ganz viele Bärenbüsche, die dürfen wir nicht kaputt machen. Wo wachsen immer wieder Bären. Aber ich glaube, das reicht dann hier auch gleich, wenn wir noch die zwei, drei Bäume hier hinten fällen.
Da liegt nur noch viel Holz. Schmeckt der Pilz, Jusen? Ah, yo. Der alte Mann sich mal schön einen Pilz reingesnackt. Kommt schon wieder ein Besucher? Bei David, oder? Der ist ja wohl wieder weggelaufen, würde ich sagen. Na, mal gucken, ob das für den Zaun reicht, oder? Ich denke. Man hört bei dir wieder immer wieder Sachen mit, Alex. Ja, dann gehe ich mal raus jetzt. Alles gut. Ja, danke. Ist doch aber nicht schlimm. Du, für mich ist es jetzt nicht so schlimm, aber für einen Stream und dann für die YouTube-Aufnahme ist vielleicht nicht so vorteilhaft, wenn immer zwischendurch so ein... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Ja, das ist ja gut. Alles gut. Bis später. Jo. Ach Mann, jetzt bin ich schon wieder umgekloppt worden. Da kann ich nicht hochbauen. Wo kommen die denn immer her? Alter, lebst du noch? Ich glaube, ich habe gerade David weggeschnetzelt aus Versehen, oder? Oder warst du das? Naja, ich hab gerade den Typen am Ende geschlagen. Oh, ich bin... schon wieder. Ja, nee, ich bin tot. Bin, wieder am Ende des Flusses beim Kettensägen-Typen. Base haben müsste auf jeden Fall irgendwie noch mal Nahrungsquelle irgendwie geklärt werden. Außer wir machen die ganze Zeit keine wie heißt das? Kannibalismus. Alles gut, ich baue Fallen. Ich will Jusen essen. Ach, das geht mir so auf den Sack, das ist so hell am Tag, Alter. Ein bisschen besser, oder? Na, du hast bestimmt... Ja. Okay, die Himbeeren kann man essen. Ja. Da hast du recht. Aber nur Bären ist ja jetzt auch nicht die Lösung, oder? Ja. Ich habe ja schon ein paar Fischhäuser hingelegt, aber ich glaube, da kommt nichts raus. Ich weiß nicht, ob man einen Quader oder sowas anpacken muss. Bruh!
Es sind so viele Baumstämme. Das weiß ich nicht. Kann man den Sachen wieder abbauen? Braucht man dafür das Reparaturwerkzeug oder was? Kann ich denn Schräge nicht miteinander verbinden? Ich denke mal, ich falle auch gleich wieder um, aber ich werde noch schnell die Fallen zu Ende bauen. Wieder ein. Können wir nicht nur mehr Köpfe aufspießen? Sonne hin, Sonne, 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 Sonne. Was ist das? Okay. Das werden noch viele Äste. Gleich mal wieder auf die Toilette. Okay. Oh Mann. So viele Fallen hingestellt, dass ich die gar nicht alle zu Ende bauen kann. Ihr seid schon wieder so ruhig. Nee. Ich weiß nicht, wie man Dinger wieder abbauen kann. X gedrückt halten. Oder? Nee. Bei der Reuse ging's grad. Ja, aber nicht bei Mauern. Muss ich das wirklich mit einer Axt abbauen? Ich bin schon wieder gestorben. Das hat mich erst durch die Wand gesprungen und hat mich geschlagen. Was ist denn das? Frag mich auch, wie oft sich unser Dude ausruht. Holt er drei Stöcker und danach setzt er sich hin, oder was?
Wäre mal eine gute Frage, ne? Ja. Möchte mich vielleicht jemand wiederbeleben? Ich bin dabei. Sehr schön. Okay. So, ich habe jetzt... Die komischen Eingeborenen machen die Fallen kaputt. David. Welche Fallen? Die, wenn du Hasenfallen baust, so diese kleinen Fallen. Die machen die kaputt, Alter. Ich dachte, die machen alles kaputt, was wir bauen. Und die lösen den Auslöser aus. Oder vielleicht eher so. Aber die lösen den Auslöser aus. Da hat er gerade reingefasst, hat sich gewundert und mich danach angegriffen. Die Schweine. Also muss man aufpassen. Guck mal, ich erkläre es euch mal kurz. Siehst du mich, Jusen? Ja. Hier ist eine. Hier ist eine. Und hier hinten hat er auch ausgelöst, ist auch eine. Das sind die Hasenfallen. Und die Fischfallen ist eine hier etwas weiter oben von David und die anderen beiden sind hier direkt am Lager. Aber ich habe hier drin noch gar keine Fische gesehen. Ah, ich auch nicht. Aber wir haben erstmal gebaut und dann gucken. Ich hoffe, dass die Hasenfallen auf jeden Fall funktionieren. Bei den Fischfallen weiß ich halt auch noch nicht so. Kann vielleicht auch sein, dass wir da irgendwie Stellen finden müssen, wo wir Fische sehen. So wie du auch welche schon mit dem Speer gehuntet hast, dass wir sie da hinstellen müssen. Oder, ja, okay. Die einfache Variante wäre wie auch bei Pokémon oder so, dass da irgendwo ein bisschen was rumplätschert und da muss man sie hinstellen. Naja, gucken wir mal, wa? Was ist denn diese Liane bei dem Crafting-Rezept? Das müsste Seil sein. Wo kriegen wir Seil her? Hab ich bis jetzt schon mal eins gefunden, zum Beispiel. Aber man konnte das, glaube ich, damals auch craften. Zum Beispiel aus Lianen. Cool, so kann ich dir Sachen geben. Ah, okay. Ich glaube, unser Boy sollte eher mal wieder Holz sammeln gehen, oder? Anstatt Stöcker. Ja, aber Holz sammeln, dann ist er irgendwann faul. Stöcker sammelt er die ganze Zeit und Stöcker braucht er. Ah, gut zu wissen. Danke, David. Mehr Stöcker heißen mehr Pfeilen und mehr Reusen. Ja, da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht. Ich sammle ja auch fleißig von ihm hier vorne die wieder weg und pack die hinten bei uns erstmal ins Lager, solange es noch voll ist. Was sich ja leider auch nur mit 6 Stöckern füllt und dann sieht man leider nicht mehr Stöcker, was ein bisschen komisch ist. Dann bauen wir halt noch ein Stocklager. Hier ist schon wieder ein Viech. Ey, ich kann gar nicht. Du kannst gar nicht in Ruhe bauen, oder was? Ich kann gar nicht schnell genug bauen, weil die mich die ganze Zeit umjumpen. Doch, ich versuche gerade eine zu schlagen. Na, ich bin gestorben. Ich weiß gar nicht, ich glaube hinter Jusen oder so. Pass auf, das ist jetzt ein Viech. Nein, das ist ich. Irgendjemand war mit mir. Schlacht diese Braut ab, Digga. Okay, tot. Wo bist du? Ich wollte dich gerade hochholen. Ich weiß nicht, ich warum bin du lagst ich? Doch hier gerade hinter mir, jetzt bist du weg. Hast du mich geschlagen oder was? Ja. Hey, okay, das mit dem Schlagen muss man echt aufpassen, Alter. Bin ich wieder umgeprügelt oder was? Nein, du lagst doch hinter mir und ich habe bloß das Vieh hinter mir weggekloppt. Ja, und dann hast du gedacht, ach, ich hau den jetzt auch noch um, dann kann er wieder lange laufen.
Weißt du was? Nächstes Mal kannst du es alleine machen. Wirst du ja sehen, wer dir dennoch hilft. Ja, wenn ich es alleine machen würde, wäre ich jetzt in derselben Situation. Was ist deine Auffassungsgabe? Ihr wolltet auf normal spielen. Nee, ich wollte friedlich, Alter. Du hast gar nicht mitzureden. Du hast gar nicht mitzureden. Warum sagst du denn ihr? Er will kein Plura, weil du nur Pylorus meinst. Sag uns lieber was zu essen, ich hab Hunger. Ja, das ist nicht so einfach. Böse, warum bist du bei mir? Was machst du hier? Ich bin nicht bei dir. Du bist bei mir. Ich hänge. Hau dich gleich, Böse. Ah, coole Sachen. Ich wollte mal in den Fluss hochgehen, gucken, ob da auch was zum Essen ist, aber da ist nix. Nee, geht nicht. Hier haben wir zwar Trinkwasser, aber nichts zum Essen irgendwie. Ich glaube, wir müssen wirklich ans Wasser runtergehen, weil da habe ich vorhin Fische gesehen am Wasser. Dass das Dach hier auf einer Seite offen ist, muss so sein, ja? Ja, wegen dem Feuer, was dann später reinkommt. Sonst gehen wir in eine Rauchvergiftung. Nein, keine Ahnung, war jetzt ausgedacht. Mann, ich habe doch was hergestellt. Na gut, ich gehe endlich mal auf Toilette. Ich habe Stöcker wieder aufgefüllt und sonst wie. Endlich mal, wenn du noch nie auf Toilette gegangen wärst, seit der Session hier. Naja, ich hab's vor 10 oder 15 Minuten schon gesagt und bin immer noch nicht gegangen. Ja, wollte ich noch fahren. Wuppdi, da ist er wieder. Ah. So. Es wird schon wieder langsam dunkel, ja? Jupp. Die Mauer ist noch lange nicht fertig, wie ich sehe. Wollen wir trotzdem gleich erstmal schlafen gehen, oder? Leute? Ja, würde ich machen. Dann hört dich doppelt, David. Mich hört man doppelt? Ja. Jupp. Ich hab das Wort gekauft. Ah, deswegen. Drinnen schlafen, draußen schlafen, drinnen haben wir noch keine Betten, wa? Walkie-Talkies Tee. Schnell schlafen. Gut zu wissen. Hä? Schnell schlafen, bevor die Viecher kommen. Sofort. Ich bin gleich wieder da. Also. Ypsilon. Nochmal. Oh, so wie es aussieht, kann man denen dann wirklich so aus dem Weg gehen. Dann fällen wir mal Bäume. Aber zu essen haben wir immer noch nicht. Ich glaube, wir müssen mal da zu diesen. Wenn du mal die Karte aufmachst, Peiler. Also hier dieses kleine Handy. Da blinkt doch irgendwas. Ich glaube, da müssen wir erstmal hin. Ich glaube auch. Sollten wir mal gleich noch tun. Jo. Und halt, David meint ja irgendwas mit dem Bogen. Dass wir uns einen Bogen craften können oder so. Sollten wir vielleicht auch gleich noch machen. Ja, braucht mal ein Seil. Ich habe kein Seil. Okay. Muss ich gleich mal gucken, ob ich mir vielleicht einen machen kann.
wenn man drumherum läuft, geht das schneller. Aber der Baum fällt in die Richtung, wo man fällt, oder? Ja. Ich mach's gleich. Der Baum noch und der andere da vorne links. Und dann ist. Das kann doch denn unser Dude sammeln, oder? Oh, die Stöcker und die Stämme. Hier ist wieder das Vieh. Wir müssen echt die Köpfe abpacken und das hier, die hier aufspießen. Da weiß ich Bescheid. Den Kopf. Okay, den machen wir auch noch. Der Kopf liegt noch hier, Dicker. Okay, ich hätte zwei Köpfe mitgenommen. Da liegen ganz viele Stämme. Man kann ganz viel bauen. Wie kann man den Bogen bauen, David? Du brauchst ein Seil dafür. Hab ich? Nee, du musst im Inventar sein. Das ist immer noch so hell. Warte mal, Leute, ich mach mal drüber mal. Inventar. Ach so, ja, stimmt. Bauen, ja, logisch. Das Bauen ist ja im Inventar. Ach, Zahnrad, und da siehst du dann, was du halt brauchst. Und wenn du eine Sache davon schon mal als Kombinieren reinpackst, siehst du, was Zahnrad behandelt. Kann ich gerade nicht klicken. Muss ich dann aufs Buch? Nee, du musst was. Ja, eigentlich musst du wieder was Zahnrad. Was reinpacken erst, wa? Pack mal hier so einen Tesafilm rein. Oder ein Seil. Mann! Rechtsklick. Der Bogen steht da nicht bei. David? Warte, gehen wir nochmal rüber. Doch, handgemachter Bogen. Zweiter von oben. Achso, ja. Du brauchst noch zwei Stöcker, dann kannst du das so craften. Das, was rot gezeigt wird, hast du nicht im Inventar. Bogen. Wo ist denn mein Bogen? Da. Jetzt muss die Frage, wie macht man Pfeile? Machst du auch mit Federn? Federn habe ich noch gar keine. Dann. Du musst hier auf die Vögel achten, die im Kreis sind. Den läufst du einfach so lange hinterher, bis sie landen und dann klatschen sie um. Die Vögel. Die sind dann eher hier unten, oder? Kein Vogel geklatscht. Jusen, lehr mich mal die Vogellehre. Ja, da muss erstmal einer da sein. Aber du nimmst schon mal einen Speer, das ist ja schon mal gut zu wissen. Achso, warte, I gedrückt halten. Speer.
versuchen unser Glück mal da vorne, wenn Jusen hier jagt. Achso, Jusen kommt mit. Achso, warte mal, ich wollte ja was trinken. Mit Essen haben wir auch nicht viel. Ich muss mal Bären reinziehen, aber es bringt eigentlich nicht so wirklich was. Außer, dass er ein bisschen weniger meckert. Kann man gedrückt halten? Gibt es denn was anderes? Nee. Ach, es sind nur noch 6. Die ziehen wir uns auch noch rein. Schon Vogel usen. Nö, ich sehe gar keinen. Da sehe ich gerade einen. Die will ich vielleicht weg, aber ja. Okay, das geht nicht. Läuft, glaube ich, wieder das Mädel rum mit den 3 Armen und 3 Beinen. Also mit Mädel meine ich halt Mädel, ne? Da meine ich nicht Mutant. Wie machst du das denn, Jusen? Ranschleichen und zustechen, oder? Ja, einfach schnell hinrennen und versuchen, direkt gut zu treffen. Super. Sind gerade alle rüber geflogen auf die andere Uferseite. Läuft. Ich sehe dich da vorne, ich bin ja auch hier, aber ich habe einen Schatten gesehen. Eine ist über mir. Wo willst du landen? Ja, ja, komm mal runter. Ja, feini, machst du das? Ja, super. Ja, ja, na, am besten noch mir in die Fresse. Der Jackpot. Ey, die fliegt immer noch weiter. Gibt's nicht. Ich hab sie nicht erwischt. Ich hab sie nicht. Das ist klar. Scheiße. Jusen, eigentlich hätte ich so. Landet noch eine. Ich weiß nicht. Ich hätte mir vielleicht mal mehrere Speere machen sollen. Der ist mit dem Werfen ausprobiert. Ja. Eine haben wir. Nice. Eine haben wir. Alter, wie dumm. Pfeil und Fackel geht jetzt. Nice. Alter, die Viecher können auch hier rüber jumpen, hier ist schon wieder einer. Ist doch kacke, der scheiß Vogel hat meinen Speer in seinem Körper und fliegt weg. Ein Wurf reicht, aber gut. Anscheinend nicht. Eine Fackel habe ich mir gebaut.
sind die Pfeile. Sind die blind, Leute, oder sehe ich die Pfeile nicht? Ich hast du keine Federn oder kein Holz oder keine. Ich hab mir welche gecraftet gerade zu lösen. Vielleicht sitzt du da recht schon beim Bogen mit drin. Ich hab auf jeden Fall einen Pfeil in der Hand, ja. Hier liegt ja eigentlich Munition. Hier ist der Speer, hier ist die Fackel. Da ist das. Die Plane. Panzer, Köpfe. Bein, Stock. Ah, Leute. Man kann zu der Frau gehen und das Inventar wechseln. Aber ich hab nichts, was ihr irgendwie gefällt. Okay. Jetzt magst du mich anscheinend. Hör mal auf. Der hat nur drei Beine, wie gruselig ist das denn? Komische Frau. Ich glaube, unsere Fischreuse ist kaputt. Ich bin jetzt wieder da. Ich sammle uns mal schnell ein paar Pfeile. Also ein paar Pfeile, in dem Fall ein paar Federn. Aber dadurch, dass ich jetzt Pfeile habe, kann man wesentlich einfacher Federn sammeln. Muhaha. Alter, der, was hast du denn gerade gemacht? Der wird jetzt gerade bei mir riesengroß hochgeflogen und dann wieder runtergefallen. Ich habe nur Fallen sehen. Keine Anzeige gibt für Pfeile, verwundert mich auch so ein kleines bisschen. Pfeile herstellen. Komm ich drauf, was fehlt, das wird ja angezeigt. Das ist ein Bug. Ich kann es ja. Alles klar.
Positionierungswurf ins Feuer habe ich es noch nicht so drauf. Wieder drüber. Nee, er brennt. Aber an welcher Position, Alter? Guckt's euch an. Der Spagat ist ja wohl legendär, oder? Hey, das Mäuschen kommt auch noch dazu mit den drei Beinen und den drei Armen. Wie setzt man sich denn hin? Ja, jag sie wieder weg, die Hosen. Ich hole sie zu uns, Dicker. Nee, geht doch weg. Ist logisch, wenn du einen Speer in der Hand hast. Wenn ich eine hübsche Frau sehe, habe ich keinen Moment-Speer in der Hand. Eine Runde quatschen. Wie gesagt, du kannst dir nur das Inventar versuchen, viel was anzubieten. Aber haben wir nichts. Also ich hatte nichts, ne. Ach doch. Eine Waffe? Ja, Body? Aber hast du ja nicht. Nee. Krass, aber kann man ihr, wenn man ihr eine Pistole gibt, drei Pistolen geben, weil sie drei Arme hat? Ich weiß nicht. Und ich weiß auch nicht, ob sie denn auf uns schießt oder keine Ahnung. Nee. Ich glaube, die ist ja so auch lieb. Ich glaube, solange wie man ihr nichts tut, ich glaube, die. Aber wie gesagt, in der. Ich glaube, das ist halt die gleiche Figur, die es auch im zweiten Trailer zu sehen gibt am Wasserfall. Bloß da war es halt wirklich noch ein Monster, also ein Mutant und halt nicht eher Richtung Mensch. Das haben sie, denke ich mal, noch geändert. Ja. Warte mal. Frying Rack? Ach scheiße, das war schon verschimmelt, ne? Jo. Sehr schön. Ich nehme mal was Gutes auf. Der Will kann auch noch gerne Arme essen. Kein Thema. Will er keinem was vormachen oder vorschreiben, was er essen soll. Aber ich esse das da, wenn es trocken ist. Alter, sie hat uns was gegeben. Hat sie, ja. Aloe Vera. Ja, ist ja nett von ihr, würde ich sagen. Hat sie hingelegt und ist abgehauen. Okay. Nett, aber was macht das? Mag das hier wohl bei uns. Wieder. Der chillt hier nur, Alter. Der ist so hart am Chillen, Leute. Ja, der entspannt, Alter. Ja, Mann. Dann steht da gleich auf. Kohle, Stöcker, Steine, Stämme. Und. Geben lassen, fallen lassen. Dann leg mal los, Alter. Die hat gerade einfach hier gefressen und haut rein, Alter. Die kommt zu dir, Peiler. Die will was von dir. Ich kann nur E drücken. Aber ich hab nichts für dich. Magst du irgendwas holen? Irgendwas. Warum hast du Blut im Gesicht, Schatzi? Was ist passiert? Brauchst du ein Tuch zum sauber machen? Ich habe hier auf jeden Fall nichts getan. Was macht die denn bei uns? Lass sie doch! Ich habe sie eingeladen. Okay. Ja, aber wie gesagt, die hat uns Aloe Vera hingelegt sogar. Ist cool drauf. Und man kann ihr sogar ein GPS, eine Handwaffe oder eine Shotgun geben.
Also ich glaube, okay, die kann man noch mal gebrauchen. So, David, baust du die Mauer noch zu Ende? Ich schlepp dich hier noch gerade ganz viel Holz hin. Ja, mach ich nebenbei. Wer braune. Bleibst du vielleicht mit, Jusen? Ne, ich versuche mal der... Ich versuche irgendwas zu folgen, vielleicht hat sie irgendeine gute Base, wo sie dieses Aloe Vera her hat. Ist da, Leute, und es ist so schade, dass Jusen nicht streamt. Das wäre jetzt mega. Könnt ihr ihm gleichzeitig zugucken, wie er langsam die Mädel hinterher schleicht. Und vielleicht was sogar entdeckt. Wer weiß? Wer weiß? Oder Jusen? Na, sie ploppt gleich einfach weg. Oh, sie springt, okay. Dieses Ding ist nicht mal weg. Dieses Dings kriegst du nicht mehr weg, ja? Hey, ich bin im Kleinhaus. Sorry. Was macht der Dude eigentlich? Ich hab den doch auf Stämme holen geschickt. Und hier holt er nix. Man eigentlich hier vorne auch eine Tür bauen. Ich konnte hier so super eine Lücke lassen, aber. Na, Jusen, wo führt sie dich hin? Auf jeden Fall nach hinten. Ja. Richtung Wald, wie es aussieht, aber kein Plan. No plan. Hier ist ein kleiner Fluss, aber das war's auch. Der Dude weiß gar nicht, wo er rauslaufen soll. Oder? Doch, er sammelt immer noch Stöcker. Ich hab doch vorhin Stämme gesagt. Naja, jetzt mach ich das halt. Ist ja nicht schlimm. Hab ja nichts Besseres zu tun, ne, Leute. Als Stecker, Stöcker oder Stämme sammeln. Ich sammel Stämme, er sammelt Stöcker. Obwohl ich gesagt habe, er soll auch Stämme sammeln. Weil ich vorhin so viele Bäume gefällt habe. Aber ich sammel schon. Das ist jetzt schon die Hälfte, habe ich gleich. Alles gut, alles gut. Wie geht denn das wirklich? Manchmal musst du fummeln. Versuch's mal von außen, wenn es von innen nicht geht. Auch irgendwie ein komischer Satz. Oh, der Mädel ist schon wieder hier. Ja, ja. Hat sie irgendwas da hingelegt oder so? Weiß ich nicht. Weil sie war kurz am Fluss, hat was getrunken, ist wieder zurückgerannt. Jo. Dann ist hier vielleicht ihr Trink- und Badefluss. Also wenn du vielleicht ganz früh aufstehst, Jusen, dann kannst du sie ja mal beobachten. Bist ja noch Single. Vielleicht lädt sie dich ja mal ein. Die Frage ist ja, wenn sie drei Beine hat. Wie sieht es sonst da unten rum aus? Das musst du dann halt erforschen. Aber auf jeden Fall hat sie drei Hände. Also wenn du mal einen Handjob haben willst, ist jedes Ei und der Schwingel drin. Ne? Sehen möchte.
Okay, also Baumstämme abreißen können einen in die Luft steuern. Ist ja ein Klassiker, oder? Liegt hier ein bisschen tot rum. Ich hol dich. Die Lösung kommt auch. Vielen Dank. Ich mag das Bauen jetzt schon. Digga, ist doch noch eine Early Access Version. Also dafür ist doch okay. Kennen wir doch noch Schlimmeres, oder? Ja. Sag's doch mal laut. Ja. Sollen alle hören. Nein. Nein. Die malst du nicht, sagst du? Ich gehe fast drauf. Der Dude wirklich noch etwas sammelt. Fast getroffen. Ich hoffe, ich habe sie nicht getroffen. Ich guck gerade nicht vor. Doch, ich habe sie getroffen. Geh mal ein bisschen weg, Mäuschen. Wenn ich hier die scharfe Axt schwinge. Ich glaube, sie mag mich nicht mehr so. Er hat so leicht Blut am Kopf gehabt. Ich glaube, der Baum ist nicht so gut gefallen. Aber wirklich die coole treffen, habe ich so das Gefühl. David, was ist jetzt eigentlich der Plan der Mauer? Die sieht ja noch so ein bisschen komisch aus. Ja, das Bauen ist noch ein bisschen... Das ist sehr tricky, sagst du. Ja, das verbindet sich nicht immer so, wie man will, und dann ist das... Das muss ich noch ein bisschen üben. Ich kann auch nicht immer manche Stämme kann ich einfach nicht abbauen. Da kann ich mit der Axt gegenhauen, wie ich will. Bei mir ging es bis jetzt eigentlich super. Wenn du möchtest, kannst du es gerne hier probieren. Meinst du jetzt von den Sachen, die du gebaut hast, oder was? Naja, hier die... fragen wir mal so, was findest du denn komisch? Das wäre ja die Frage an dich, oder?
Also komisch finde ich, dass hier so Lücken sind. Da bin ich ja dabei, aber guck mal, wenn du zwei Stämme nimmst und versuchst hier oben was raufzupacken, sagt er irgendwie, das würde brechen. Dann musst du irgendwie den Stamm zur passenden Hälfte hacken, dass es da drunter passt. Und manchmal passt es einfach nicht drunter und dann stehst du da und denkst du so, hä? Okay. Deswegen ist das ein bisschen komisch gerade. Ich komme ja auch gerade nicht mit dem Stamm, den ich in den Boden stecken will. Den kann ich nicht zwischenstecken, obwohl die Lücke dafür perfekt wäre. Was hat er gerade was? Hat er gerade was? Okay. Deswegen, und wenn du irgendwas gesetzt hast und es dann halt nicht mehr abbauen kannst, dann ist das auch doof. Beziehungsweise, wenn du es abbaust, tut es dir weh. Geht. So, wie baust du denn die schrägen Wände? Auch den Stamm in die Hand nehmen und dann muss ich das irgendwie drehen, oder was? Nein, dann musst du es irgendwie anploppen. Aber ich muss doch erst... So, oder was? Ich weiß nicht, das sieht manchmal wie so ein Pfeil aus, der nach oben geht. Ja, ja, habe ich dort draufgepackt. Ist doch jetzt fast so hoch wie die andere Mauer. So komme ich nicht mehr ran. Aber ist doch hoch genug, würde ich sagen. Aber die Dinger kann man halt nicht nach oben anspitzen, ne? Und hier kann man nicht weiterbauen, wie es aussieht. Na doch, aber die brauchst du so einen kleineren. Man doch noch einen zwischensetzen können. Ist aber nicht das, was ich wollte. Naja. So, dann machen wir jetzt aber gleich Feierabend. Ist ja auch spät genug, denn bauen wir beim nächsten Mal weiter. Meine Lieben, ich hätte auch Bock noch gerne weiter zu zocken, aber arbeiten und so. Hinterher wird spielen. Aber ist doch schon mal ein erster guter Tag gewesen. Ja, ich denke mal, wenn die Grundbase steht, dann können wir uns auch recht gut auf die Missionen oder sonst was fixieren. Aber David hat recht, da hinten in der Ecke, es geht nicht zu bauen. Ja, finde ich. Oder hatte ich bloß nicht die richtigen Stämme in der Hand? Ja, daran lag's. Ich hab nichts gesagt. Yeah.
Aber halt bei den Stämmen ist es halt, man kann sie nach oben nicht anspitzen. Ne? Ich denke mal, dass die man so im Boden rammt und nach oben hin anspitzen kann, verhindert, dass die drüber springen. So, ich kann ja zwei machen. Ich bin ja nicht tot, Leute. Aber der Dude kommt da nicht durch, der läuft die ganze Zeit gegen die Wand, ne? Na, wir bräuchten vielleicht hinten an der Tür. Jo, wäre auf jeden Fall praktisch. Das mit dem Bauen muss ich noch ein bisschen üben. Aber war auch hin. Ja, wir müssen halt noch irgendwie überlegen, wie wir das mit dem Essen klären können. Hier. Na, wir können, glaube ich, auch. Warte. Naja, man kann ja eh noch ein bisschen weiter bauen und so, aber beim nächsten Mal machen wir hier auf jeden Fall weiter, meine Lieben. Hören denn auch langsam auf zu bauen und gucken dann mal, dass wir so richtig ins Game reingehen. Das war jetzt ja bloß so der erste Eindruck. Und dann schauen wir mal, was da noch so alles kommt, wenn das hier alles von uns steht. Und dann würden wir uns für heute bei euch verabschieden. Oder was? Jo! Jo mit O. Bleibt gesund und munter. Genau. Und dann sehen wir uns die Tage auf jeden Fall. Ich sag euch auf Insta und Facebook Bescheid, wie immer. Falls wir morgen streamen oder auch am Wochenende oder wie auch immer. Sonst auf jeden Fall immer dienstags und donnerstags um 19 Uhr. Und dann bleibt gesund. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und danke fürs Nachgucken. Würde ich sagen. Den Schlachtschein. Auf Rhein.